Hallo und recht herzlich willkommen, Leute. Wir sind wieder bei Dark Souls. Wo denn auch sonst? Und ja, wir gehen jetzt Nito killen. Und mal gucken, vielleicht werden wir noch invaded. Kurz davor. Müsste eigentlich. Eigentlich kommt hier noch. Da. Finstergeist Pladin Leroy. Leroy Jenkins. Zack! Du Wichser. Der hat eine geile Rüstung. Der ist schon einfach fast tot. Tot. Tschüss. Der war so einfach. Oh Mann. Lächerlich. War Grand. Grant. Und Sanctus. Achso, Grant und Grand Sanctus. Achso, okay, ich verstehe. War wahrscheinlich ein Dings. Ein Kleriker, würde ich mal raten. Wo ist dem seine Waffe? Ich will erstmal den Text davon lesen. Bin ich blöd? Da ist ein Schild. Okay, lesen wir erstmal das Schild. Warte mal, es ist ein... Ja, ein relativ starkes Schild, aber du brauchst dafür viel Wille. Den haben wir nicht. Eine legendäre Waffe des Weißen Pfades. Die einst einem untoten Paladin gehörte. Vor langer Zeit gesegnet mit dem Schutz einer weißen Flamme. Ist seine Macht verblasst, so dass es nur noch ein geringer TP-Regeneration verspricht. Ah, verblasst, schade. Muss seine Waffe? Ganz komische Keule. Da! Diese legendäre Waffe des Weißen Pfades wurde vor langer Zeit einem göttlichen untoten Ritter verliehen. Die massive Metallwaffe ist mit normalen menschlichen Kräften kaum zu handhaben. Dafür aber ist sie heilig und sehr effizient gegen Feinde der Finsternis. Tschüss, schon heavy, aber macht heiligen Schaden. Kann ich auch nicht benutzen, weil ich nicht genug Dings habe. Nicht genug Wille. Bin ja auch kein Kleriker, ne? Ja. Ich würde sagen, wir gehen erstmal kurz zurück zum Leuchtfeuer, da wir durch den Kill von dem eben so viele Seelen bekommen haben, dass wir Level abgehen können. Und dann gehen wir erst nochmal Level ab, bevor wir uns zu Nito runterschleichen. So. Nee, nicht verlasse. Aufsteige, Mann. Aufsteige! Nein, das reicht nicht. Okay, dann nehmen wir mal eine Ritterseele zu uns. Okay, das war ein bisschen viel, aber okay. Aufsteige. Was nehmen wir? Vitalität. Kondition. Beweglichkeit. Wille. Intelligence war es, glaube ich. Oder? Intelligence oder Wille? Warte mal kurz. Erstmal kurz was gucken. Weil mir sind eigentlich, mir ist Wille gerade wichtiger. Damit ich unten hier den Shit usen kann. Ja, da brauche ich sehr viel Wille. Da brauche ich unendlich viel Wille, Mann. Das kriege ich ja nie im Leben hin. Okay, dann gehen wir mal. Fatality. Nein, Ausdauer. Ja. Kondition, würde ich sagen. Ist mir jetzt am wichtigsten. Ah, nein. Zurück, halt. Noch nicht fertig. Nein, auch nicht. Das wollte ich gar nicht reparieren. Erstmal unseren Shit reparieren. Ist jetzt schon eine Weile her, dass wir den ganzen Shit repariert haben. Ich hoffe mal, das Geräusch ist nicht zu laut. Okay. Zur Rüstung. Ey, so stark beschädigt ist unser Stuff gar nicht. Ich habe gedacht, es wäre schlimmer. Oh, der Helm ist schon ziemlich im Eimer. Okay. Los geht's. Diesmal stürmen wir an allen vorbei. Aber wenn man echt an allen vorbeistürmen kann, dann ist es gut gemacht, weil... Ist doch kacke, wenn man... Weil Nito ist nicht gerade ein einfacher Boss. Und so kacke, wenn man bei dem dann als... um zu denen zu killen, allzu viele Gegner zermanschen muss. Oh, wir werden... Nein, wir werden noch sehr viele Gegner zermanschen müssen, stimmt. Ist noch ein ganzes Stück bis zu Nito. Das habe ich gerade vergessen. Was ein Angriff. Sieht bescheuert aus. Oh. Ja! Ich wollte zwar nicht zwei nicht nehmen, aber okay. Ja, Mann, Funk Titanite. Aua. Ich hasse die Viecher auch. Ich hasse es ziemlich viel, ich weiß. Bin ich eben. Ah.
Ah. Ich wusste nicht, dass er ein Bogenschütze ist. Hier kann er mich nicht erwischen, oder? Scheint nicht so. What? Ich habe beide erwischt. Nice. Bam. Das Schwert ist cool. Ich mag es immer mehr. Da, fuck. Ah, da sind die Kopien von Dings, von dem einen Zwischenboss vorhin. Mies gegen die alle hier. Vor allem, weil es diese Mini-Skelette hinterher rennen. Stirb. War es das? Alle tot? Scheint so. Ah. Die darf man nicht unterschätzen, Leute. Unterschätzt sie nicht. Glaub mir, man sollte Angst vor denen haben. Wieso kann ich das nicht haben? Ist ja kacke. Oh, Manu. Ah. Kleine Skelette. Hilfe. Glaub mir, die sind echt nicht lustig. Das sind total viele. Und die werden... Es macht keinen Sinn, die zu töten, weil die ganze Zeit respawnen. Was machen die da unten? Ja! Ich konnte es aufnehmen. Ich will den ganzen Loot haben. Ihr kennt mich. I need it. And I want it. So I get it. Nee. Okay, den kriege ich wahrscheinlich nicht mehr. Egal. Ah, nein, nein, nein. Au. Boah, gerade noch so geblockt. Oh, da hinten war Loot. Da oben ist auch... Okay, warte, wir gehen erstmal zurück. Ich darf den Loot nicht alleine lassen. Loot, ich komme. Oh, Loot, es tut mir so leid, dass ich dich übersehen habe. Es tut mir so leid. Mist. Ah. Hilfe, 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 Hilfe. Guck, die respawnen die ganze Zeit weiter. Aber ich krieg Seelen dafür, cool. Tschüss. Heftig. Seht ihr, Leute? Man sollte sich nicht unbedingt mit denen anlegen, auch wenn die gut Seelen geben. Obwohl, viele Seelen geben die nicht gerade. Aber sie geben Seelen. Und den kann man eigentlich ganz gut farmen, weil die unendlich respawnen. Ich hätte hier gerne Leuchtfeuer, direkt hier. Vielleicht ist hier eins. Nee. Schade. Wäre jetzt cool gewesen. Ah, hallo, Skelett. Ah, geh doch mal weg, Mann. Lass mich. Okay. Ich glaube, hier geht's zu Nito. Durch den Nebel schreiten. Oh yeah, rutschen! Nee, nicht rutschen. Können wir so gegen ihn kämpfen? Ich weiß nicht, ob es eine gute Idee ist, mit seiner Waffe gegen ihn zu kämpfen. Vielleicht wäre eine stärkere Waffe besser, mit besserer Range. Ja, der normale Angriff muss stärker sein. Aber wir sind doch deiner Dings
Gemeinschaft beigetreten. Wir gehören doch zu dir, Nito. Ich hab dir doch so viele Augäpfel gegeben. Was ein Schrei. Ah! Junge, ich wollte mich erstmal heilen, du Wichser. Lass mich doch erstmal in aller Ruhe heilen. Okay, ich würde sagen, wir gehen vollen Arsch rein. So viel dazu. Schlechte Idee. Ah! Heilen, heilen, heilen. Aua. Aua. Boah, lass mich doch mal in Ruhe. Voll der scheiß Bossfight. Ah, hallo. Okay, ihr seid mir egal, ich will zu ihm. Oh, wie ich seine Lutscher hasse, Mann. Tschüss. Hat seine Skelette getroffen. Idiot. Heilen. Nein. Weg, 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 weg. Tschüss. Au. Ey, das ist nicht cool, Mann. Ey, das ist Mobbing, Mann. Ey, das ist Mobbing, ihr Wichser. Ihr dürft mich nicht mobben. Das ist kacke. Weil... Ach, ihr habt's doch gesehen. Das ist kacke. Das ist echt ein ätzender Bossfight. Wegen seinen ganzen Minions. Die bleiben auch einfach nicht tot. Das ist voll doof. Ich hätte gerne irgendwie eine Abkürzung zu ihm runter. Das nervt echt, dass wir jetzt den ganzen Weg immer runterlaufen müssen. Vor allem, weil hier die Gegner ja auf uns warten. Aus dem Weg. Hat er ja gerade seinen Kumpel gehauen? Ja, geil. Finde ich gut. Solange hier die Viecher nicht respawnen. Oh, doch tun sie, oder? Jop. So ziemlich. Ja, dann töten wir die halt alle nochmal, ne? Droppt er was? Nee. Stirb. Don't stand in my way. Der einzige Tipp, den ich dem Gegner geben kann. Maske der Mutter. Cool. Das haben wir aber schnell erledigt hier, oder? Okay, wollen wir mal gucken, ob wir Nito mit dem Grabesfürsten-Schwert-Tanz killen können? Wäre cool. Würden wir ihn mit seinen eigenen Waffen schlagen? Wo ist er denn? Oh, falsche Richtung. An die Front! Oh, der Sturzschaden nervt. Ja, ist gut.
Zack. Aua. Das war wahrscheinlich ein Miasma. Oh, weg, 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 weg. Puh. Weg, weg, weg! Oh, fuck. Fuck. Nein, 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 nicht das Miasma. Nicht das Miasma. Natürlich war das knapp. Nicht der Grab Attack. Nein! Nicht der Grab Attack! Nein! Nein, lass mich los, lass mich los, lass mich los! Nein, nein, nein! Oh, okay. Oh. Aua. Geh erstmal healen, healen, healen. Ausweichen, ausweichen. Huah! Huah! Nein, letzter Hit, komm. Oh mein Gott, war das knapp. Komm schon. Du Wichser. Huah! So, du Lutscher. Wobei mit dir. Geil, wie viele Seelen wir haben. Richtig geil. Aufsteigen. Boah, das sind bestimmt zwei Level, Mann. Vitalität. Und Konstitution. Oder? Ja, mehr Ausdauer ist immer gut. Das war ein Bossfight, Mann. Der hat Laune gemacht. Der hat dich Laune gemacht, Mann. Hat zwar nicht so gemerkt, weil ich mich immer voll aufgeregt habe, aber okay. Ich reg mich immer auf. Ihr kennt mich doch. So, Funkelnieder nieder! Okay. Da ist was. Paladin-Helm. Cool. Boah, wir haben eine Paladin-Rüstung gefunden, Mann. Gibt's hier noch irgendwas? Ich glaube nicht, nee. Okay, wir sind fertig in den Katakomben. Wo geht's jetzt hin? Feuerbandschrein. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Auf jeden, Alter. Boah, war das krass, Mann. Zwar diesmal war es schlauer, aber ich habe ihn vorne gelassen. Und da... ist kein Dings. Da kommen dann die Großen nicht dazu. Da haben wir nur diese drei Skelette gehabt. Sometimes I cannot take this place. Sometime I see you see me far from grace. Ich kann nicht singen, ich soll's lassen. Hey, Big Fat Logan. Okay, Leute, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Haut rein, tschüss!